Die Pflege der Augenbrauen gehört zur Schönheitsroutine, denn diese bilden den Rahmen für einen attraktiven, strahlenden Blick. Das Volumen, die Farbe und die Form variieren bei jeder Frau, doch alle können verschiedene Tricks anwenden, um für perfekte Augenbrauen zu sorgen. Nicht nur ästhetische Aspekte sind hier von Bedeutung. Am wichtigsten ist die Schutzfunktion, welche die Härchen über den Augen ausüben, um vor der Wirkung von schädlichen UV-Strahlen, gefährlichen Substanzen oder Krankheitserregern zu schützen. Wer sich Schritt für Schritt an folgende Empfehlungen hält, kann die Augenbrauen pflegen und gleichzeitig für einen strahlenden Blick sorgen. Wenn dich dies interessiert, empfehlen wir dir, weiter zu lesen. Die Form der Augenbrauen ist bei den verschiedenen Gesichtstypen ganz unterschiedlich. Im Allgemeinen sollten diese in der Höhe des Nasenansatzes beginnen und parallel zum äußeren Augenwinkel enden. Sollte dies nicht der Fall sein, gibt es Schönheitsmittel, um die Brauen zu füllen, damit die Nase schmaler aussieht und der Blick hervorgehoben werden kann. Lesetipp: Hausmittel für schöne Wimpern 2. Zu helle Augenbrauen. In diesem Fall ist die einfachste Lösung das Färben der Brauen. Dieser Prozess hält länger an und ist praktischer als das tägliche Schminken der Augenbrauen. Dies sollte jedoch von Experten durchgeführt werden, damit die Augenbrauen danach auch wirklich so wie gewünscht wirken. Kleiner als 7.120.678, besser unterstrich sizes unterstrich desktop unterstrich generic unterstrich box unterstrich middle unterstrich ab bindestrich größer als Google Tag CMD Push Function Google Tag Define Slot 7.120.678 besser unterstrich sizes unterstrich desktop unterstrich generic unterstrich box unterstrich middle unterstrich ab 336 280 300 250 DIVGPTAD 15033917431112-0 Setargeting Red False Setargeting Section 4 Setargeting URL 10 Tipps für schöne Augenbrauen Setargeting Topic Default Setargeting Marfil Type Get MRFP Set Clip Sympathy Diff True, True, Ad Service Google Tag, Pubats Google Tag, Enable Services Google Tag, Display DIVGPTAD 15033917431112-0 kleiner als 7.120.678 besser unterstrich sizes unterstrich desktop unterstrich generic unterstrich 1x1 bindestrich größer als Google Tag CMD Push Function Google Tag Define Slot 7.120.678 besser unterstrich sizes unterstrich desktop unterstrich generic unterstrich 1x1 DIVGPTAD 15130946909767-0 Setargeting Red False Setargeting Section 4 Setargeting URL 10 Tipps für schöne Augenbrauen Setargeting Topic Default Setargeting Marfil Type Get MRFP Set Clip Sympathy Diff True True Ad Service Google Tag Pubats Google Tag Pubats Clip Sympathy Diffs Google Tag Enable Services Google Tag Display DIVGPTAD 15130946909767-0, um die perfekte Farbe zu finden. Kannst du mit verschiedenen Augenbrauen Make-ups ausprobieren, was dir am besten steht. Auch wenn man dafür etwas länger benötigt,
lohnt sich dafür das Ergebnis. 3. Nicht zu viele Haare entfernen. Die Form der Augenbrauen ist bei den verschiedenen Gesichtstypen ganz unterschiedlich. Im Allgemeinen sollten diese in der Höhe des Nasenansatzes beginnen und parallel zum äußeren Augenwinkel enden. Sollte dies nicht der Fall sein, gibt es Schönheitsmittel, um die Brauen zu füllen, damit die Nase schmaler aussieht und der Blick hervorgehoben werden kann. Lesetipp: Hausmittel für schöne Wimpern. In diesem Fall ist die einfachste Lösung das Färben der Brauen. Dieser Prozess hält länger an und ist praktischer als das tägliche Schminken der Augenbrauen. Dies sollte jedoch von Experten durchgeführt werden, damit die Augenbrauen danach auch wirklich so wie gewünscht wirken. Um die perfekte Farbe zu finden, kannst du mit verschiedenen Augenbrauen-Make-ups ausprobieren, was dir am besten steht. Auch wenn man dafür etwas länger benötigt, lohnt sich dafür das Ergebnis. Vorsicht! Zupfe nicht zu viele Härchen aus, denn dies wirkt unschön und unnatürlich. Wer sich beim Zupfen der Augenbrauen nicht sicher ist, kann genau die gegenteilige Wirkung erreichen. In diesem Fall ist es deshalb besser, ein Schönheitszentrum aufzusuchen. Auch im Bereich der Augenbrauen kann es Flecken oder Narben geben. In diesen Fällen ist eine gute Schminktechnik erforderlich, um diese zu reduzieren. Manche entscheiden sich auch für eine Tätowierung, da das permanent Make-up lange hält und danach keine Arbeit mehr gibt. Das Problem dabei ist, dass dieses nicht bei allen gut wirkt und dabei die Natürlichkeit verloren geht. Am besten werden Kosmetika verwendet. Kompaktpuder, Eyeliner und Augenbrauenstifte können beispielsweise sehr hilfreich sein. Die Verwendung von Pinzetten ist die beliebteste Methode, um die Brauen in Form zu bringen. Damit können diese gut definiert werden und die Härchen wachsen nur langsam nach. Experten raten zu Pinzetten mit geschliffenen, schrägen Spitzen, die sich perfekt dazu eignen, die Härchen zu entfernen, auch wenn sie kurz sind, ohne dabei in die Haut zu zwicken. Wenn du wenig Erfahrung mit dem Depilieren der Härchen über den Augen hast, kannst du einen hellen Korrekturstift verwenden, um eine Hilfslinie auf das Gesicht zu malen. Danach kannst du dich beim Zupfen der Härchen an diese Linie halten. 7. Die Augenbrauen kämmen. Viele Frauen haben wunderbare Brauen und benötigen keine besonderen Produkte für deren Pflege oder um diese in Form zu bringen. Durch das tägliche Bürsten der Härchen können diese definiert und gezähmt werden. Du kannst dies mit einer Augenbrauenbürste und etwas Spray erreichen. 8. Augenbrauen zupfen nach der Dusche. Wenn du die Härchen häufig zupfst, empfiehlt es sich, dies nach der heißen Dusche zu erledigen. Denn dabei werden die Poren geöffnet und so ist das Zupfen nicht so schmerzhaft. Auch Reizungen können damit verhindert werden. Du solltest die Augenbrauen jedoch nicht öfters als einmal im Monat zupfen. Wenn du Härchen an anderen Körperstellen entfernen möchtest, empfehlen wir dir diesen Artikel Natürliche Techniken zur Haarentfernung 9. Natürlichkeit. Wenn du wenig Erfahrung mit dem Depilieren der Härchen über den Augen hast, kannst du einen hellen Korrekturstift verwenden, um eine Hilfslinie auf das Gesicht zu malen. Danach kannst du dich beim Zupfen der Härchen an diese Linie halten. Viele Frauen haben wunderbare Brauen und benötigen keine besonderen Produkte für deren Pflege oder um diese in Form zu bringen. Durch das tägliche Bürsten der Härchen können diese definiert und gezähmt werden. Du kannst dies mit einer Augenbrauenbürste und etwas Spray erreichen. Wenn du die Härchen häufig zupfst, empfiehlt es sich, dies nach der heißen Dusche zu erledigen. Denn dabei werden die Poren geöffnet und so ist das Zupfen nicht so schmerzhaft.
Auch Reizungen können damit verhindert werden. Du solltest die Augenbrauen jedoch nicht öfters als einmal im Monat zupfen. Wenn du Härchen an anderen Körperstellen entfernen möchtest, empfehlen wir dir diesen Artikel Natürliche Techniken zur Haarentfernung, Lidschatten, Eyeliner, Augenbrauenstifte oder andere Kosmetika können sehr hilfreich sein, um die perfekte Form der Brauen zu erreichen. Wer jedoch nicht weiß, wie diese benutzt werden, kann genau das Gegenteil bewirken. Ein einfacher Trick, damit die Brauen natürlich wirken, ist die Verwendung eines Stiftes oder Augenbrauenpuders, der etwas heller als die Augenbrauen ist. Mit einem Pinsel kann das Produkt ausgebreitet werden, damit es zart und natürlich wirkt. Wie die Wimpern benötigen auch die Augenbrauen Schutz und Nährstoffe, um gesund und stark zu wachsen. Am Abend solltest du nicht vergessen, das Make-up zu entfernen und die Brauen mit etwas Rizinus oder Kokosöl einzureiben. Wenn du all diese Empfehlungen berücksichtigst, kannst du perfekte Augenbrauen erreichen, die deinen strahlenden Blick betonen. Probiere es selbst aus.